augenzeichnende Manga-Stil Let's Go. Als erstes zeichnet ihr ein Oval und keine Sorge, das muss nicht gleich perfekt sein. Dann kommt ein Bogen über das Oval und einer darunter, wobei der untere deutlich kürzer wird. Jetzt radieren wir das weg, was wir nicht mehr brauchen, machen diese beiden Linien etwas dicker und, kleiner Geheimtipp, verstärken die Linien der Iris da, wo sie auf die beiden Bögen treffen. Dann kommt in eine Ecke des Auges ein weiteres Oval als Lichtreflex, das Wegradieren dieser Linie hier ist übrigens optional, und in die Mitte einen Kreis für die Pupille. Dann mit zwei solchen Bögen einen Schatten andeuten und den oberen Bereich dunkel schraffieren. Jetzt könnt ihr noch ein paar extra Linien hinzufügen und auch den unteren Bereich leicht schraffieren. Zum Schluss das Augenlid andeuten, die Augenbraue dazu zeichnen und wenn ihr mögt noch ein paar Wimpern. Und schon könnt ihr